Oh, werte Kundin, dieser glänzt Z-Kristall. Du hast offenbar Chiaves Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das Warensortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist etwas für dich dabei. Ja. Ich bin wunschlos glücklich. Und wir brauchen auf jeden Fall, jetzt in dem Fall, viele Tränke. Und dieses Mal Supertränke. Zehn, elf, acht, Feuer, alle Frucht. Ja, haben wir genug. Zitterup. Okay, Zitterup kann man kaufen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Hyperbälle. Okay, oder Superbälle. Und das ist auch okay. Ich glaube, beim anderen kann man Hyperbälle kaufen. Nee, kann man nicht. Naja, wir haben ja die 10 Hyperbälle geschenkt gekriegt. Das ist vollkommen okay. Und jetzt können wir auch mit der Trainerin reden. Das sollen wir auch nicht verpassen. Hallo. Wie bitte, du willst gegen mich? Ja, will ich. Habe ich das nicht? Ich habe nicht alle Trainer auf Route 8 gekämpft. Komm, ich gehe mal da mal rein. Oh, hallo. Da ist ein Zimmer belegt. Das Zimmer ist dauervermietet. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat ungleich für 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor. Teams Call zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Aber 2 fucking Jahre. Das ist krass. So, 2 fucking Jahre ist sehr krass. Ach, Gladio. Hallo. Lass mich in Ruhe. Also 2 Jahre vorauszuzahlen ist Respekt. Oh, das wollen wir auf jeden Fall nicht verpassen. Okay, das heißt, wir sind immer noch auf der Route 8. Hallo, sind das 2 Trainer? Ja. Beim Golf, wie bei Pokémon-Kämpfen, muss man ernstfall die Nerven bewahren. Florian, ein Golfer, fordert dich heraus. Wuffels, Wuffels. Nebulak, Nebulak, Nebu. Ich kann nicht viel machen, finde ich sehr schade. Und ja, wir können in Jane Murray gehen. Irgendwie kämpfen wir gegen viele Gesteins-Pokémon, merke ich gerade. Und viele Pokémon, die Unlicht attacken können. Hier kommt ein Durchbruch. Nice. Oh, bald ein Level up. Ups, der Schlag ging ins Leere. Immer wenn es drauf ankommt, knicke ich ein. Bei mir passiert es auch, also... Kein Kopf. So, du auch. Hallo. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeig dir gleich mal im Kampf, wie ich das meine. Okay. Golferin Alina. Und schön der Bückenstoß. Oh Mann. Oh Mann. Kommt ein Alola Mauzi. Da kann ich in Shamu Mary gehen. Da kommt Verfolgung. Okay. Ich meine, Alola Mauzi kann keine Verfolgung. Aber Kreideschrei. Wow, die Animation, die ist krass. Die zittert sogar die, ja, unsere Umgebung gerade. Biss. Ja, das macht schon ein bisschen mehr Damage. Ein Glück, werden nicht zurückgeschreckt. Mauzi ist K.O. Bye. Und Jamie, wir kriegen ein Level Up. Steigungshieb. Ich glaube nicht. Also... Nee, nein, danke. Ist zwar sehr gut, aber in einem One eher nicht.
Beim Golf kämpft man hauptsächlich gegen sich selbst. Da gewinne ich dann wenigstens auch mal. Okay, unten. Oh, hallo, wer bist du denn? Immer das gleiche bei dem Reislauf. Sie laufen weg, bevor ich sie fangen kann. Im letzten Moment lassen sie immer ein Item fallen, um sich leichter zu machen. Und Türmen. Okay. Ach so, so ist das. Okay, die Steine kann ich noch nicht zerstören. Ist das ein Doppelkampf? Naja. Hallo ihr beiden, ich bin ein Karate-Wunderkid. Darum bringe ich meinen Pokémon auch neue Attacken bei. Neue Attacke bei. Um das gleiche Genie Nemio zu besiegen, trainiere ich erst auch eine Weile mit ihm. Okay. Kommt Karate Dad und Karate Kick. Kick, vor allem Karate Kid, meine ich. Karate-Familie Tim und Jonathan fordern dich heraus. Okay. Bad Leg. Beide haben auch Hollow. Ich weiß nicht, warum es gerade ein bisschen leckt. Das liegt so am 3DS. So, Sardin in seinem Fischschwarmform. So, ich glaube, ich bleibe mal drin und kann auf Hypnose gehen. Und Sardin macht einfach, was ein Sardin machen kann. Ich könnte auf rechte Hand gehen, aber... Nee, mit Nachtnebel wäre das unsinnig. Oh, Hypnose trifft und siegt. Das wird nicht viel machen. Sardin ist eben ein Powerhouse. Dafür ist er sehr langsam und hat nicht so viele Lebenspunkte. Nico kriegt ein Level Up. Nice. So. Dann kommt endlich ein Nachtnebel. Ja, Horrible brauche ich eigentlich gar nicht. Ich freue mich schon, wenn es Spukball kann. Mit anderen Attacken. Weil momentan kann nur Hypnose einsetzen. Hier lächle ich auch in meine Niederlage. Das vermittelt den Pokémon ein Gefühl der Sicherheit. Das sehe ich aber nicht. Ich habe Schande über meinen Meister gebracht. Okay. Eigentlich müsste es vollkommen andersrum sein. Um ehrlich zu sein. Ein Pokéball. Wasserstein. Nice. Also manchmal sehen die Pokébälle echt wie Meisterbälle aus im Wasser. So leicht lilatönig. So, dann gehe ich mal hier hin. Also Reißklaus sind echt schnell. Dass Mauer gerade im Schatten in Dschungel nach leckeren Zutaten sucht, kann nur eins bedeuten. Sie versucht mal wieder, Mailer von ihren Kochkünsten überzeugen. Okay, kann sie nicht gut kochen? Oder wie soll ich das verstehen? Oh, hier ist wieder Route 5. Ah. Okay. Alles klar. Sieht so aus, als hättest du meine Bedingungen erfüllt und alle Trainer auf Route 8 besiegt. Dann ist es endlich Zeit für meinen genialen Auftritt. Also, fangen wir endlich an? Ja, ja, klar. Na endlich, dann fangen wir an. Mein Pokémon, ich werde dir zeigen, dass du dein Zenit überschritten hast. Okay, bis auf Level 25? Astrain Amber fordert dich heraus. Also wenn du 25 bist, dann hast du mich echt überzeugt. Kommt ein Wingull. Okay. Dann komme ich mit ein Stahl. Und dann schieße ich mit einer Elektroattacke, die nämlich vierfach effektiv ist. Dass du nicht tanken kannst. Oha. So viel dazu. Ich bin letztlich verwirrt.
Das heißt wiederum, ich habe keine andere Wahl, als zu Sardin zu gehen. Sonst hätte ich vielleicht riskieren können, aber die Verwirrung wäre nicht gut in dem Fall. Sardin tankt. Ich hoffe, ich kriege keine Verwirrung ab. Ernsthaft? Ja, gut. So, dann kommt eine Finte. Windschnitt. Also, ich weiß nicht, was gerade los ist und ich habe mittlerweile eigentlich wenig Tränke benutzt im Kampf. Und das nervt gerade wirklich. WTF. Zweimal Akkuwelle Verwirrung. Das ist schon echte Glückssache. Jetzt kommt ein Windschnitt mit Chance auf den Crit. Und ich werde wieder von der Verwirrung verletzt. So, ich gehe nochmal auf Finte. Und wetten, jetzt kommt der Crit. Okay, alles gut. Ich bin nicht mehr verwirrt. Greife an, treffe. Und ich besiege Windball nicht mehr. Ernsthaft. Ja gut, ich gehe zu Neko und gehe auf den Tiefschlag. Es ist mir eigentlich sowas von egal. Neko wird einen Hit tanken auf jeden Fall. Okay, ein Glück, kein Crit. So, Neko kommt zuerst dran mit dem Tiefschlag. Sehr nice. Und deswegen braucht man eben Prio-Attacken, damit man Gegner so besiegen kann, ohne dass man vorher noch angegriffen wird. Quasi als Revenge. Spiegelsalve ist besser als Magnetbombe, weil Spiegelsalve, meine ich, speziell ist. Und Magnetbombe eben physisch, was eigentlich für Magnetido sehr schlecht ist. So, Spiegelsalve. Ibitak. Okay. Ibitak. Alles gut. Das heißt. Wir gehen mal zur Quake. Oh, Verfolgung. Ich mag die, die sind echt tricky. Die sind wirklich sehr tricky. Gut, dann kann ich jetzt auf einen Stall gehen. Ein Hit werde ich tanken. Sei denn, es ist ziemlich mächtig. Dann gehe ich lieber erst auf die Donnerwelle. Oh, Verfolgung. So. Ich werde wohl mein Magnetil opfern. Komm schon, Donnerschlag. Okay. Ja, der Nerv von, von Paralyse. Das darf man nicht vergessen. Ich gehe doch lieber mit Hayley rein. Aus dem Grund, weil Hayley noch Level 21 ist. Gegner ist paralysiert, das heißt, wir haben einen kleinen Vorteil. Wir können jetzt auf Feuerzahn gehen. Sind wegen der Para noch schneller. Ist voll paralysiert. Sehr nice. Lustiger ist, wenn wir jetzt einen Finch bekommen. Dann hätten wir einen nahezu Gleichstand von Hex. Kann das sein? Und jetzt kommt wieder Vollpara. Ja, jetzt sind wir wirklich im Gleichstand. Ich wurde zweimal hintereinander paralysiert. Jetzt wurdest du zwei hintereinander voll parat. Und ja, ich finde den Kampf sehr gut. Hayley hat jetzt Level 22. Nice. Je höher der Höhenflug, desto tiefer der Fall. Ich bin bodenzerstört. Tut mir leid, war auf jeden Fall ein guter Kampf. Also mehr kann ich auch nicht sagen. Sieht so aus, als wären wir diejenigen, die ihren Zenit überschritten haben. Danke für den Kampf. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Freier Fall. Okay. Außer mir sind noch andere Trainer in Alola auf der Suche nach einer Herausforderung von einem Trainer auf dem Zenit seiner Kräfte. Es kann dir doch nicht schaden, ein paar Umwege in Kauf zu nehmen, um sie zu suchen, oder? Nö, absolut nicht. Und es hilft uns auch, Erfahrungspunkte zu sammeln.
Ich meine, freier Fall wäre... Okay. Ich dachte, das wäre so stark wie Fliegen oder so. Aber anscheinend nicht. Dann eben nicht. Wir gehen mal ins Pokémon Center. Lass uns unsere Pokémon halten, dann können wir noch Maus Prüfung machen. Leute, hallo! Und ja, ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich zuallererst mein Pokémon-Team trainiert auf Level 24. Im Fall dessen, falls Gegner einige Level heraufgesetzt wurden. Und ich vermute, die sind so auf Level 23, 24. Deswegen ist es viel besser, wenn wir ein bisschen leveln. Und das, was ich euch nämlich zeigen wollte, ist nämlich Pokémon Pelago oder besser gesagt Pokémon Resort. Und ich habe da schon ein paar Sachen gemacht. Ich dachte nämlich, man kann dort mit Glurak hinfliegen auf der Karte. Man konnte es nicht anwählen, sondern man konnte es im Touchscreen anwählen. Und das ist einfach ein Paradies für unsere Pokémon. Und ja, wir haben 3 wilde Pokémon zu Besuch. Sehr, sehr, sehr nett. Und ich habe schon insgesamt 2 Inseln. Man kann die Inseln nämlich mit eingefangenen Pokémon kaufen. Das heißt, die Zahl der eingefangenen Pokémon wird dann als als Währung benutzt, um Inseln kaufen zu können. Und auf der ersten Insel sehen wir so eine komische Ranke, der nämlich ja die ganzen Bohnen hier droppt. Und die Pokémon fühlen sich hier ganz gut wohl. Oder ich sammle gerade eben die Bohnen kurz ein. Die fallen nämlich automatisch. Oder wenn wir hier ein bisschen schütteln, dann fallen die Bohnen nämlich hier immer wieder runter. Damit die Pokémon genug zu essen haben, können wir diese Bohnen wiederum in den Körbchen hier werfen. Also diesen Körbchen hier. Ja, mein Stilusstift seht ihr nicht. Und ja, es dauert 8 Stunden, bis die Wirkdauer davon ja Flötengang ist. Bis dann haben die reichlich zu essen. Und ich habe nämlich als zweite Insel das hier gekauft. Und zwar so ein Bäreninsel, wo wir unsere gesammelten Beeren wiederum einpflanzen können. Das ist nämlich sehr praktisch. Das habe ich nämlich vermisst. Und hier ist es nämlich. Und ich kann hier einfach draufklicken und dann haben wir somit die Beeren. Das ist eigentlich gar nicht wenig. 4 Stück. Das ist echt, echt krass. Und ja, jetzt pflanze ich wieder die Beeren ein. Wir haben jetzt insgesamt 23 Zitrusbeeren. Das ist sehr nice. Ich finde es sehr geil, dass wir das hier einfach halt anklicken können. Ja gut, hier noch Marronbeeren. Und ja, Zitrusbeeren, ganz wichtig. Das brauchen wir vielleicht noch. Und ja, jetzt wollte ich nämlich gucken, ob die wilden Pokémon bei uns bleiben. Wir haben hier Zubat. Und ja, er fühlt sich gerne wie zu Hause. Ja, den Zubat können wir ruhig mitnehmen und somit hätten wir plus ein Pokémon-Währung und wir können dir sogar Spitznamen geben. Das ist sehr nice. Das ist nämlich sehr nice. Ist sogar weiblich. Ein weibliches Zubat. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt jedes x-beliebige Pokémon Spitznamen gebe. Aber ja, Übert. Komm, ich nenne sie jetzt einfach mal Betty. Und ja. Ja. Eine PC-Box. So, wir haben jetzt noch ein Skalück, was nämlich sehr nice. Und noch ein Magnetilo. Hastig. Ein hastiges Magnetilo ist wirklich eigentlich nicht schlecht. Eigentlich gar nicht schlecht sogar. Nanu? Okay. Mit ein bisschen Glück bleibt es hier. Das ist gut. Und Skalik auch. Ja, mit ein bisschen Glück bleibt es hier. Aber wir haben ja reichlich Essen. Ich hoffe, die bleiben einfach. Okay, das ist eigentlich Pokémon-Pelago. Ist nämlich ziemlich nice. Wir können später nochmal reinschauen. Ich werde offscreen da noch was arbeiten. Und ja. Gibt es noch eine Abenteuerinsel, wo man viele verschiedene Items finden kann.
Und noch viele weitere, das kann ich auch später auch nochmal zeigen. Auf jeden Fall wollten wir in dieser Folge Marus Prüfung machen. Und aus diesem Grund habe ich auch gelevelt. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein und hoffen auf das Beste. Wenn wir jetzt nämlich betreten, können wir absolut erstmal keine Pokémon einfangen. Und ich würde hier gerne definitiv das Pflanzen-Pokémon Frubel einfangen, weil ich es irgendwie mag. Und ja, da ist Maho. Hallo. Tach. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Dankeschön. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhilfe. Ich meine natürlich, ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Ja, Küchenhilfe. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten von Kaburiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meine Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da, kannst du ihn hören? Ich möchte Pommes. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Okay, alles klar. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen. Eine Magobeere, ein Mini-Pilz, ein Vitalkraut und ein Wundersatz. Vielleicht haben wir sogar eine Magobeere in der Itemtasche. Hier, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Okay. Ein Zutatenbeutel. Willst du die Zutaten deinem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bisparks übrigens leichter finden, denn es spielt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln, aber das war jetzt schon von der Orane-Fan. Ja, das wissen wir. Also nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten. Ja, das wissen wir schon. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit.